Oh, kannst du nicht ausdenken? Ein lila Portal. Ich wäre dann jetzt Tier 3, ne? Ich spiele dieses Spiel extrem entspannt, extrem langsam und habe eigentlich gar nicht so das große Interesse daran, so schnell wie möglich das Level zu erreichen, was man für gewisse Aktivitäten braucht. Moin Leute und herzlich willkommen hier zurück bei Lost Ark. Ja, die Tage schon ein Video gemacht, das hat alles noch ein bisschen dauert. Jetzt schon bei Rüstungslevel 1325. Oh, das ging schnell. Und natürlich ist die große Frage jetzt, wie habe ich das gemacht? Oh, wieso hatte ich doch so viel Glück noch, dass ich das machen konnte? Natürlich nicht. Ich habe brutalst ehrenlos im Auktionshaus mein Gold ausgegeben, um Materialien zu kaufen. Ich mache jetzt hier meine zwei Chaos Raids, Chaos Dungeons, hole meine Materialien daraus, versuche meine Rüstung abzugraden und wenn das halt nicht klappt, dann hat es halt nicht geklappt. Gut, jetzt habe ich in dem Video erwähnt, dass man das alles ein bisschen ruhiger angehen lassen kann. Hast du nicht gesehen. Zu meiner Verteidigung, ich habe das nicht gewollt. Ich habe das schon gewollt, ne? Aber ich habe ein Problem, definitiv habe ich ein Problem. Aber nein, ich habe das tatsächlich nicht gewollt. Ich wurde gezwungen von meiner Gilde, die mir massig Gold nochmal zur Verfügung gestellt haben und gesagt haben, sieh zu, dass du T3 jetzt erreichst. Und es hat geklappt. Es hat geklappt. Das sah dann etwa so aus. Das Gesicht. Ich trau mich nicht, da drauf zu drücken. Ich trau mich nicht. Gut. Wollen wir es echt durchziehen? Ja! Nice. Good job. Hat nur 20.000 Gold gekostet. Welches nicht mir gehört. Ich hätte nur 5.000 gebraucht. Also dann morgen Rückzahlung, ne? Ja, wir kriegen das irgendwie hin. Ey Jungs, ich danke euch, wirklich. Sehr, sehr geil. Tier 3 ist drin. Ja, und jetzt stehen wir hier. Meine Güte, bin ich etwa erkältet oder was? Das darf doch gar nicht sein. Jetzt sind wir hier und ich bin jetzt, glaube ich, mit soweit eigentlich jedem aus meiner Gilde auf demselben Stand. Wir haben gestern schon den Abgrund-Dungeon von Punica gemacht. Lief ganz gut, denke ich. Habe ich jetzt gespendet? Ich bin so lost, Alter. Ja. Ah, heute wird nichts mehr. So, ich bin jetzt 13,5. Wir haben Maybelline. Maybelline, mit 13,8 mittlerweile sogar schon. Den Alice mit 13,33, das ist unser Steppenpferd. Und der Rector ist auch auf 13,25. Also wir haben aktuell in unserer Gilde 4 Mitglieder, die T3 sind, in einem sehr guten Bereich. Das ist gut. Ihr braucht noch eine Gilde. Kommt auf den Server Sirius oder am besten seid schon drauf und joint Kinderriegelbande. Es ist herrlich. Anscheinend bekommt man von uns viel Gold. Viel zu viel an dieser Stelle. Und was wir jetzt nachgucken könnten, ich habe noch 1500. Ich habe gestern, glaube ich, noch 5000 Gold in Maybelline gegeben. Was er nicht so sinnvoll eingesetzt hat, aber er hat es ja geschafft auf Tier 3. Und ich habe in dem Abgrund-Dungeon etwas bekommen, wo ich jetzt hoffe, dass das verkauft wurde. Deswegen, da gucken wir bei uns gemeinsam rein. Ein Stern wurde verkauft? Leider nein. 9 Gold, Anmeldebonus. Ich habe nämlich eine legendäre Gravur bekommen. Und mit dieser legendären Gravur, die war im Auktionshaus 1560 Gold wert. Die habe ich auch für diesen Preis da reingestellt. Und ich hoffe natürlich noch, dass die im Laufe des Tages verkauft wird. Problematisch an der Sache ist halt nur, es war eine Gravur, eine Klassengravur für einen Paladin. Was eigentlich schon mal gut ist, allerdings die falsche. Deswegen war die nur 1500 Gold wert. Ah genau, Aktionshaus 16 Gold hier nochmal. Dementsprechend weiß ich nicht, ob die weggeht. Ich hoffe, dass irgendeiner so blöd ist. Ansonsten stelle ich die für weniger rein. Weil, immer ganz ehrlich von aus, außer Aura der Segnung brauchst du hier für den Paladin keine andere Gravur. Die andere ist einfach lost.
Aber ich hoffe, dass niemand lost genug ist, die zu kaufen. Weil, gibt viel Geld. Je nachdem oder dementsprechend bin ich natürlich endlich in der Lage, bei Pundika die Chaos Dungeons zu machen. Wir sind aktuell bei Mond Stufe 1. Das ist völlig irre. Ich wollte damit euch jetzt aber eigentlich nicht unbedingt immer durchgehen, wobei ich hätte ganz gerne die Rüstung. Das ist schon eine ganz leckere Sache. Ja, wir haben gestern Dings gemacht, hier den Upgrade Dungeon. Die Wächter-Dinger sind jetzt natürlich auch für mich frei. Stufe 5, sprich also, ich könnte den gepanzerten Skorpion machen, den ich absolut scheiße finde. Aber nächstes Ziel ist 1340. Das könnte ein bisschen dauern. Dementsprechend werde ich ein bisschen noch was machen müssen. Ja genau, hier, den haben wir gemacht. War der Gegner Cancer wirklich, oh Gott, war der nervig. Am Ende eigentlich super einfach, wenn man weiß, wie es geht, aber meine Fresse. Und ich gehe mal hier davon aus, dass wir den anderen Dings da machen müssen. Machen wir. Und hier müsste ich eigentlich auch nochmal rein, weil peinlicherweise immer noch nicht abgeschlossen, weil es mit Randoms einfach nicht funktioniert. Den kannst du nicht erklären, achte auf deine Luft, lass dich nicht versteinern, ping dich wie der letzte Huren dauerhaft auf deine Position, wenn du versteinert bist. Einmal reicht und zur Not, ich sehe das. Okay? Es hört auch, drei Leute versteinert, jeder pingt, dass er versteinert. Das ist so nervig, du kannst dich gar nicht mehr beim Kampf konzentrieren. Ah, kein Ruhebonus, egal, komm. Spratzen wir mal ganz kurz rein, haben wir das auch noch gemacht. Haben wir wenigstens auch noch Chaos dann gemacht. Chaos dann herrlich, oder? Super. Ich habe noch ein Video auf Platte rumliegen. Von Bossrausch und Würfel. Würfel ging gar nicht klar. Also, oh Gott. Irgendwie war das nicht mein Tag. Aber ich glaube, mittlerweile ist das super veraltet. Da war ich mir noch nicht hier drei. Deswegen ist natürlich die große Frage, ob ich ihn überhaupt zeigen kann oder soll. Vielleicht würde ich ihn trotzdem einfach hochladen. Aber ja, so viel dazu. Ja, da war ein Support-Bild drin. Schaden mache ich natürlich nicht. Dafür müsste ich hier solo reingehen. Ah, die erste Hose, Jungs! Oh, herrlich. Das Spiel hat ganz neue Höhen erreicht. Ganz neue Höhen. Ich sag euch, wie es ist. Spielspaß. Jawohl, na sicher. Warum denn auch nicht? Es ist ein Fest. Wir haben drei Magierinnen hier drin, ne? Kannst du niemandem erklären, Alter. Ja, gestern übrigens auch nicht mal live gewesen. Ich hatte da keine Lust zu. Schätze ich mal. Muss die Tage mal wieder machen. Machen wir da mal kurz die Livestream hier an Schmeißili. Ah, da sind wir beim Boss. Alles klar, wunderbar, wunderbar, richtig. Genau, meine wöchentliche läuft noch. Da versuche ich natürlich gerade Ehrensprungscheine rauszukriegen, weil es mal wieder Mangelware ist. Ich könnte noch auf die Festung. Ich stelle gerade Dinge her, die man im Auktionshaus verkaufen kann. Die ein bisschen Gold bringen. Denn ich muss natürlich wieder Gold jetzt ranholen. Wir haben viel ausgegeben. Macht Zeiger best euch auch gleich noch einmal kurz. Deswegen, wir gehen hier jetzt nur einmal durch. Dann kurz wieder zu der Festung. Weil da kann man... Das ist ein Tipp, den mir der Rektor gegeben hat. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Dass man sich einfach mit bestimmten Sachen Dinge herstellen kann, von denen andere Leute keine Lust haben, sich die herzustellen, sich die lieber kaufen. Und da bin ich natürlich, da sehe ich mich. Okay? Da sehe ich mich natürlich. So, kurz die Heilung anschmeißen. Au, da ist der Boss. Ich habe ihn nicht gesehen. Eieieiei. Da ist er weg. Oh, kannst du nicht ausdenken? Ein lila Portal. Kannst du nicht ausdenken. Jetzt geht's. Leute, guckt hin. Das wird. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird schön. Der wird. Oh! Der wird sehr assig zu besiegen sein. Da ich ja, wie ihr immer noch wisst, keinen Schaden mache. Nicht so wirklich. Noch genug Schaden, um hier ein bisschen mitwirken zu können. Aber meine Rolle ist ja die des Supports. Das heißt, Leute am Leben erhalten. Oh, wo ist er? Da ist er. Da mal, kommt der runter. Oh,
Okay, warum ich jetzt Schaden genommen habe, kann ich euch ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht. Ich hau da aber Ult drauf. Eigentlich soll man nicht sich auf das Feld stellen, das über dem Kopf angezeigt wird, aber es wurde nur einmal angezeigt, daher bin ich doch ein bisschen verwirrt gewesen. Gut, dass ich mein Schild drin hatte. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, gut, dass ich mein Schild hatte. Kannst dir nicht ausdenken, Alter, kannst dir nicht ausdenken. Hab den falschen Trank benutzt, scheißegal. Panik hier gerade ein bisschen. Schwarz. Läuft. Da ist mein Gold. Habe ich schon erwähnt, wie sehr ich dieses Spiel liebe. Oh, wie sehr ich dieses Spiel liebe. Ey, das ist unfassbar. Und ich habe immer noch keinen einzigen Cent investiert. Er muss immer seine Ausrüstung hier. Oh, war das Gold. Oh, Junge. Herrlich. Oh, so viel Glück musst du mal haben, Alter. Dass du wirklich in deinem Daily-Zyklus da so ein Ding kriegst. Oh, dieses Video wird Allison. Tricks, Videos, die Allison hasst. Dieses hier. Ah, ich freue mich. Ich bin so glücklich. Es ist so schön. Ich glaube, ich schmeiße mal kurz nochmal die Heilung an. Meine Teammates sind mich schon fast wieder RIP. Aber der Boss war auch gerade echt ekelig. Ich weiß nicht, warum das da eben gerade nicht geklappt hat mit den Farbendingern. Aber wurscht, wir haben es ja überlebt. Ich konnte Schilden machen, sodass wir es so oder so überleben. Daher, Wayne. Keiner ist gestorben, denke ich. Das ist die Hauptsache. Ein bisschen boosten, noch ein Schwert. Ich habe übrigens gesehen, wir haben eben gerade schon ein Schwert und einen Shrine-Pot gekriegt. Das ist eine Funktion. Oh, ja. Die ich seit neuestem auch kennenlernen musste. Man kann mittlerweile Ausrüstung bekommen, in der ein Shrine-Pot installiert ist, die Fähigkeiten verstärken. Also eine Stufe weitersetzen. Das war also für alle, die das Spiel spielen und sich immer noch gefragt haben, so, hey, wie kann man denn die Fähigkeit an sich hochleveln? Da steht ja Stufe 1, es gibt ja nur eine zweite und so weiter und so fort. Das macht man darüber. Das kann ich da mal kurz demonstrieren für die, die es nicht kennen. Weil ich es halt selber weiß. Ich meine, musste man mir auch erst zeigen. Mein Magen knurrt. Ich hab also Hunger. Support, Junge. Support. Kannst du nicht ausdenken. So, ich weiß jetzt gar nicht, was ich alles noch zeigen wollte. Das ist kritisch. Wir gehen erstmal auf K, auf meine Fähigkeiten, mein Support-Bild. Dann gehen wir auf Einstellungen. Und hier haben wir diese Tripods-Dinger. Hier kann ich in meinem Bild sehen, so welche Fähigkeiten habe ich ausgerüstet. Die leuchten so ein bisschen rot, so ein bisschen umrandet, leuchtend. Und dann kann ich, wenn da ein Tripod-Support da ist, das dementsprechend anpingen. So hier, ne? Ich könnte es auch genauer machen, wenn ich sage, ja, das ist mir ein bisschen Wayne. Aufladezeit, naja, ist ein bisschen Wayne. Könnte man zum Beispiel rausnehmen. Wechsel zu heilig, Schaden bei Stufenimmunität. Das ist natürlich sehr, sehr geil. Und die Lichtdings. So, maybe könnten wir das auch nicht rausnehmen. Speichern wir das mal ganz kurz ab. Und solche Sachen dann, wo ich hier Teammates bekomme, mehr Schild. Also, haben wir hier Crit-Wahrscheinlichkeit höher. Könnte eigentlich raus, weil ich mache eigentlich keinen Crit oder ich brauche keinen Crit. Dann haben wir hier Glauben, füllt die Förmlichkeitsanzeige mehr. Und das hier, falls ich mein Schadensbild fahre. Und so weiter und so fort. Das geht man hier an, drückt auf Speichern. Und dann werden Rüstungen mit den richtigen Tripods, die für die eure Fähigkeiten zur Verfügung stehen, hervorgehoben. Das sieht dann so aus. Dann so ein Symbol, sieht man das richtig? Ja. Und hat dann so ein Tripod-Symbol über dem Kopf. Und das hier hat zwei drauf oder eins? Ah, zwei drauf. Heiliges Land und Licht des Urteils. Ich liebe mein Leben. Das hier hat heilige Schwert und heilige Segen drauf mit beheilig. Ah, okay, das ist richtig krass. Waffenkraft ist nicht so hoch. Wobei die Waffenkraft ist nur nicht ganz so hoch, weil die Rüstung ja schon gelevelt ist. Ah ja, ja, ist das ehrenlos. Das ist ja nur ehrenlos. Damit habe ich jetzt drei Items ausgerüstet, die Fähigkeiten verstärken, die ich nutze. Es ist ein Segen. Es ist ein einziger Segen. So, den da rein. Silber wird tatsächlich irgendwann Mangelware, habe ich das Gefühl. Das wird hier echt immer teurer. Ich habe da ein bisschen Angst vor, bin ich ganz ehrlich. Nein, da wollte ich nicht hin. Rüstungsstufe bleibt natürlich gleich. Aber wir haben jetzt ein bisschen mehr HP wieder bekommen. Sind jetzt bei
79.877 HP, was natürlich dem Paladin zugute kommt, da seine Schilde mit seiner HP, ihr wisst Bescheid. Dementsprechend bin ich ganz glücklich. Das Aufwerten wird nur leider richtig eklig mittlerweile, da die prozentuale Chance halt echt langsam in Richtung Keller fährt. Ach ja, der ist ja noch bei 100, stimmt. Ja, damit sind die ganzen Sprungsteine auch schon mal wieder weg. Die Dinger sind auch wieder weg. Oh mein Gott. Kannst du nicht ausdenken. Auf jeden Fall springt die Wahrscheinlichkeit der Aufwertung von 100 auf 60%, sobald du, glaube ich, von 6 auf 7 machen musst. Das ist hart. Das ist sehr, sehr hart. Es ist krass. So, und damit sind wir bei 13,26. Ehrlich. Ja, ich, einmal Castlunch muss ich auch noch laufen. Ich habe noch durch den Einlog-Bonus Tränke bekommen. Damit könnte ich die Aura der Resonanz nochmal erhöhen. Heißt, ich könnte noch dreimal Loot daraus bekommen. Und somit den Charakter nochmal stärker hochboosten. Ja, ich habe einen Haufen Truhen in meinem Inventar. Fragt nicht, es sind alles Tier 1 Mets. Ich kann damit nichts anfangen. Ich kann sie nicht handeln, ich kann sie nicht in meinen Kader. Doch, in Kader könnte ich sie packen. Aber ich habe auch aktuell keinen Charakter mit Kader. Ich werde sie irgendwann brauchen. So viel auf jeden Fall dazu. Zu langsam und ruhig und nicht ins Auktionshaus gehen. Ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß mit dem Video. Wie gesagt, wir suchen Leute, wenn ihr Lust habt, Kinderregelbande auf Server Sirius. Joint gerne rein. Wir freuen uns auf euch. Discord ist vorhanden. So. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video. Und wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Haut rein.